Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben im letzten Video dieses Objektmodell erstellt mit Rechnungen, Posten und Artikeln. Und wir möchten jetzt eben die notwendige Klasse schreiben, die für Entity Framework sozusagen der Einstieg in unser Objektmodell ist, für einerseits das Mapping auf die Tabellenstruktur, die es erstellen werden soll, und natürlich andererseits um tatsächlich Objekte, die wir aus diesen Klassen dann irgendwann mal erstellen, eben in die Datenbank zu übertragen, zu persistieren bzw. dann auch wieder zu laden. Und das, was wir dazu machen müssen, ist eben einen sogenannten Datenbankkontext erstellen. Ich nenne diese Klasse dazu eben InvoiceDBContext. Und wichtig ist, dass diese eben von DBContext ableiten muss. Ist im Namespace System Data Entity zu finden. Und das ist eben sehr wichtig, dass wir von dieser Klasse ableiten. Wir können ja auch mal drauf gucken, was hier so definiert ist. Wir können hier eben ableiten, wir können ihn aber auch direkt instanzieren, dann müssen wir aber bestimmte Informationen mit übergeben. Wir können natürlich auch hier weitere Sachen auslesen. Wichtig ist vor allen Dingen, dass es hier eine Methode SaveChanges gibt. Im Prinzip heißt es letztendlich nichts anderes. Nimm das Objektmodell, das der Datenbankkontext gerade verarbeitet, und schreibe sämtliche Änderungen in die Datenbank. Mehr ist es nicht. Also wenn wir Save Changes aufrufen, wird tatsächlich die Daten, die in unserem Objektmodell stecken, gespeichert. Und diese Methode erben wir eben. Wir könnten sie sogar noch überschreiben, wenn wir möchten. Aber wir müssen das nicht tun. Und deshalb ist es doch ausreichend dafür zu haben. Was wir aber machen müssen, ist, dass wir sogenannte DB-Sets in unserer Klasse hier festlegen. Was ist ein DB-Set? Das schauen wir uns auch noch mal kurz an, wie die API hier aussieht. Wichtig ist, das Ding implementiert IEnumerable of T. Und das heißt eben wiederum, dass das eigentlich fast wie eine Collection ist. Und neben der Möglichkeit, dass wir eben mit forEach durch dieses DB-Set durchlaufen, haben wir hier eben die Add-Methode, mit dem wir eben eine neue Entität, irgendwas, was eine ID hat, eben mit reinnehmen können. Wir haben hier eben auch ein Remove und Remove Range. Das heißt, wir können auch was wieder mit rausnehmen. Und das ist eben der Punkt, wo wir eben letztendlich sagen können, das ist eine Collection, mit der wir unsere Objekte verwalten, die wir zurzeit haben. Okay, wir haben hier eben die Invoices. Und wir machen noch ein DB-Set auf Article. Weil genau das wollen wir verwalten. Im Skript habe ich auch noch die Invoice-Items mit aufgenommen. Das werde ich hier nicht machen. Es ist nicht notwendig. Man kann es machen. Dann könnte man eben auf diese Invoice-Items auch direkt zugreifen. Hier für dieses Beispiel brauche ich es nicht. Also ich kann es auch noch mal ganz kurz zeigen. Wir sehen hier eben in diesem Skript habe ich hier eben drei Sachen in den Kontext mit aufgenommen. Werde ich hier nicht machen, weil Invoice-Items für uns jetzt eigentlich erstmal nicht notwendig sind. Okay, das war's auch schon. Mehr müssen wir nicht machen. Also es sieht schlimmer aus, als es ist. Was wir jetzt allerdings machen werden, ist, dass wir tatsächlich mal diesen Datenbankkontext einsetzen werden. Auf eins möchte ich noch hinaus, bevor ich jetzt hier wirklich anfange. Diese Klasse Datenbankkontext, von der wir ableiten, die implementiert iDisposable.
Und ich habe ja auch schon in einem vorherigen Video erwähnt, dass wenn wir iDisposable sehen, denken wir sofort dran, okay, wir müssen diesen Datenbankkontext so schnell wie möglich schließen, damit eben die intern verwaltete, die Datenbankverbindung sozusagen auch geschlossen wird. Also genauso wie bei Dateizugriffen ist auch bei Datenbankzugriffen eine native Ressource mit im Spiel und die sollten wir so schnell wie möglich freigeben und nicht erst, wenn der Garbage Collector mal wieder läuft. Das ist einfach das, was man im Hinterkopf haben muss. Und genau aus diesem Grund werde ich auch hier einfach innerhalb eines Using Statements diesen Datenbankkontext erstellen. Das ist eben der neue Invoice DB Context. Den muss ich hier bloß einmal initialisieren. Und wir können jetzt eben anfangen, dass wir hier sagen Datenbankkontext Articles. Wir fügen hier jetzt eben mal Sachen hinzu. Also, was können wir hier eben hinzufügen? Wie wäre es denn einmal mit Seife? Also, wenn ich schon hier auf Englisch programmiere, dann auch durchgängig. Was wäre das Leben ohne Seife? Das heißt, wir erstellen hier eben Soap und preismäßig soll die eben bei 33 Cent liegen. Noch viel besser ist natürlich ein WLAN-Kabel. Hier können wir dann eben Wireless LAN Cable schreiben als Artikelname und kosten soll das Ganze 9,99. Und wir können natürlich auch Fake Mustache. Was wäre das Leben ohne einen gefälschten Schnurrbart? Den gibt es auch schon für 5,99. Habe ich noch das M vergessen für den Decimal? Ja, und wir können jetzt eben diese drei Objekte, die bis jetzt natürlich bloß in unserem Speicher liegen, die können wir jetzt eben direkt zum Datenbankkontext hinzufügen. Beispielsweise eben über Add, beispielsweise auch über Add Range. Und das machen wir eben direkt auf diesen DBSet-Objekten. Und hier mache ich mir einfach einen neuen Array, in dem eben noch WLAN-Kabel und Fake Mustache mit drin steckt. Dann erstelle ich mir mal eine Rechnung. Und hier sagen wir eben, dass ich was gekauft habe. Und die Items, Entschuldigung, ich muss erst ein Komma machen. Und die Items, die ich gekauft habe, entsprechen eben einer neuen Liste von Invoice-Items. Und ich kaufe mir eben einmal Seife, bitte. Und zwar zwei Stück. Und ansonsten kaufe ich mir noch einen gefälschten Schnurrbart. So. Also auch hier habe ich jetzt sozusagen ein neues Objekt erstellt und mit bestehenden Objekten, die ich schon habe, verknüpft. Also eigentlich habe ich hier sogar mehrere Sachen auf einmal erstellt. Hier ein Invoice-Objekt, eine Liste von Invoice-Items und hier eben auch nochmal zwei Invoice-Items direkt in dieser Liste, aber wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst? Auch hier kann ich einfach den Database-Kontext nutzen, um zu den Invoices eben dieses neue Objekt hinzuzufügen. Und wenn ich das alles gemacht habe, kann ich auch einfach Save Changes auf diesen Database-Kontext aufrufen. Wenn ich das mache, werden eben alle Objekte, die ich hier eigentlich im Speicher erstellt habe, aber zum Kontext, die ich hier hinzugefügt habe, in die Datenbank übertragen. Und sobald ich diesen Datenbankkontext wirklich zum ersten Mal benutze, wird auch die entsprechende Datenbank dazu erzeugt.
das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wir haben ja hier keine Ausgabe, deswegen werde ich einfach durch dieses Programm durchdebuggen. Das heißt, wir fangen hier oben an, erstellen uns einen Invoice-DB-Kontext. Hier ist noch nichts passiert. Und wir fangen jetzt eben an, dass wir hier diese drei Artikel erstellen. Auch hier passiert noch nichts, aber jetzt sollte dieser Aufruf länger dauern, denn jetzt wird eben, weil wir den Datenbankkontext zum ersten Mal wirklich brauchen, eben die entsprechende Datenbank erstellt. Ich hoffe, das geht jetzt ohne Exception. Ja, das hat funktioniert. Also dieser Add-Aufruf, den man ja eigentlich als sehr knapp empfinden sollte, weil man fügt ja eigentlich bloß was zu einer Collection hinzu. Dieser Add-Aufruf hat jetzt eben etwas länger gedauert, weil die Datenbank im Hintergrund erstellt wurde. So, und wenn wir jetzt weitermachen, geht es aber alles relativ schnell. Zack, und wir können jetzt hier eben Save Changes aufrufen. Und damit sind unsere Daten in der Datenbank. Wir schließen hier nach diesem Using Statement den Datenbankkontext. Und unser Programm ist vorbei. Jetzt kommt natürlich sofort die Frage, Moment, in welche Datenbank habe ich denn eigentlich gerade geschrieben? Und genau das schauen wir uns im nächsten Video an. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wichtig war eben, eine Klasse schreiben, die von DB-Context von Entity Framework ableitet, in dieser Invoice-DB-Context-Klasse eben verschiedene DB-Sets definieren, auf die wir eben von außen zugreifen wollen. Und dann können wir ganz normal unsere Objekte wie gewohnt erstellen. Wir benutzen diese DB-Sets einfach wie Collections, das heißt, wir fügen was hinzu. In unserem Fall hier, wir können natürlich auch was rausnehmen oder was aktualisieren. Und dann rufen wir am Ende Save Changes aus. Fertig. Eine sehr einfache API meines Erachtens. Nimmt einem viel Arbeit ab. Wer direkt mit SQL arbeitet, hat deutlich mehr Code vor sich. Darauf kann ich schon mal hinweisen. Und im Prinzip ist das alles, was wir brauchen. Sieht sehr ähnlich aus wie eben das Speichern und Laden mit unserem Persistenz-Service. Wir haben am Ende auch Save Changes. Dass es ein bisschen anders aussieht, liegt wahrscheinlich eher an der Natur, wie die Daten in Datenbanken gespeichert werden im Vergleich zu eben den Daten in Dateien, wo wir einfach immer komplett alles geschrieben haben. Und hier werden sozusagen Änderungen bei diesem Save Changes übertragen. Aber im Prinzip ist genau das Gleiche dahinter. Wir haben eben ein Objektmodell und wir möchten, dass das gespeichert wird. Und wir nutzen eben diese Database-Context-Klasse, damit die das automatisch für uns macht. Es ist uns vollkommen egal, wie das intern abgehandelt wird. Hauptsache, wir haben die Daten relativ einfach in der Datenbank und können sie dann auch wieder auslesen. Okay, jetzt wirklich am Ende des Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten wieder. Bis bald.